Mimi. Und der Hashtag für Feedback ist C3T. Unser Twitter-Account heißt okay. C3Lingo. E-Mail hello@c3lingo.org. Wir reden über einen sehr wichtigen Rechtsfall, den ihr vielleicht schon alle gehört habt. Dieser Fall heißt, naja, natürlich Love gegen die US-Regierung. Es ist, handelt sich um einen Computerwissenschaftler und Occupy-Aktivisten, Lori Love. Ihr habt ihn hier im Screen gesehen. Oder sie? Ich bin mir gar nicht sicher. Er. Jake und ich sind schon seit längerer Zeit mit Lori befreundet und zurzeit sieht er sich sehr schweren Anschuldigungen aus den USA gegenüber. Das FBI versucht, ihn ausgeliefert zu bekommen, um eine Anklage zu haben nach dem Computer Abuse Act, was bis zu 99 Jahre Gefängnis bekommen kann. Die Anklage ist im Wesentlichen an Online-Protesten teilgenommen zu haben namens Operation Last Resort, also letzte Hoffnung, letzter Ausweg. Und die Website der Verurteilungskommission der USA wurde gehackt und mit einer Seite ersetzt, auf denen Besucher eine Seite spielen, ein Spiel spielen konnten, mit einem Spiel, das mit Text und Raketen zu tun hatte. Lori war ein langjähriger Freund von Aaron Swartz und ich habe tatsächlich Lori zuerst in einem IRC-Kanal zusammen mit Aaron getroffen. Lori wird vom US-Strafrechtssystem verfolgt, im Wesentlichen dafür. Es geht um Missbräuche des gleichen Systems und mehrere Gerichtsbezirke beschuldigen ihn, verschiedenste Server gehackt zu haben in den USA, in verschiedene Regierungsbehörden der USA. Und als Ergebnis wurde Lori im Oktober 2003 festgenommen von der National Crime Agency. Das ist das Gegenstück in Großbritannien zur FBI. Und 90 Tage danach lief die Frist aus für ein Festhalten und es gab keine Beweise. Und das FBI war natürlich nicht sehr glücklich, weil also eine Freilassung nötig war. Das FBI hat deshalb einen Auslieferungsantrag gestellt, nicht nur einen, sondern drei getrennte aus drei verschiedenen Gerichtsbezirken. Und das ist tatsächlich einer der Wege, mit dem das FBI das Rechtssystem missbrauchen kann, um Angeschuldigte zu zwingen, sich als schuldig zu bekennen, obwohl sie in Wirklichkeit unschuldig sind. Lois Fall hat tatsächlich interessante Bedeutung für uns, denn das ist im Wesentlichen ein Déjà-vu eines anderen Falls, der vor 10 Jahren passiert ist. Vor 10 Jahren hat das FBI einen anderen Mann, Gary McKinlin, ausgeliefert haben wollen. Und was passierte zu Gary? Er hat seinen Fall 10 Jahre, Gary McKinlin, seinen Fall 10 Jahre gekämpft und es kam im Parlament heraus, dass der Auslieferungsvertrag zwischen Großbritannien und USA sehr ungleichgewichtig war, sehr, sehr stark die USA bevorzugte. Es ist sehr viel leichter für die USA, um einen britischen Bürger ausgeliefert zu bekommen, als es für Großbritannien ist, einen US-Bürger ausgeliefert zu bekommen oder Bürgerin. Der Grund ist, dass für einen Auslieferungsantrag die USA nicht einmal irgendwelche Beweise zeigen oder nicht mal den Fall präsentieren müssen, was sehr verrückt ist. Wenn ihr euch vorstellt, das Grundrecht auf ein gerechtes Verfahren bedeutet natürlich, dass die Möglichkeit für die Angeklagten, den Fall zu kennen, um sich verteidigen zu können. Das britische Parlament war auch der Meinung, dass das unfair ist. Und sie haben nun für Gary eine Kampagne gemacht, um das Gesetz zu verändern. Theresa May, die damals Innenministerin war, hat Garys Auslieferung verhindert, auf der Grundlage, dass es eine Menschenrechtsverletzung sei. Das ist also eine. Lori hat eine lange dokumentierte Geschichte von Depression und auch eine Diagnose von Aspergers. Also war das Argument, dass eine Auslieferung unmenschlich sei, ihn von seiner Familie entfernen würde und das ging über Gary. Und auch Lori hat eine lange dokumentierte Geschichte von Depressionen und Asperger-Syndrom. Also beide haben das und deswegen haben wir hier ein Déjà-vu. Nach Garys Fall ist das Gesetz geändert worden und Theresa May hat eine neue Gesetzgebung eingebracht, eine
Begrenzung oder eine Sperre, Auslandssperre, um solche Fälle zu verhindern. Die Gerichte können jetzt also einen Auslieferungsgesuch verhindern auf der Grundlage, dass der Fall in den Großbritannien angehört werden könne. Und das ist hier der Fall, wie wir bald darlegen werden. Wir wurden in Großbritannien verfolgt, obwohl wir Anschuldigungen hatten, dass wir in den USA Hacks durchgeführt haben. Es ist also auch durchaus möglich für Lorry in Großbritannien vor Gericht zu stehen. Aber das Gericht in Großbritannien hat tatsächlich den Auslieferungsantrag zugestimmt, aber es sind noch Widersprüche möglich. Der Fall ist noch nicht vorbei, das wird noch mindestens 2 Jahre dauern. Der Grund, warum das in diesem Fall akzeptiert wurde, obwohl diese Auslandssperre eingeführt worden war, die Möglichkeit des Innenministers, der Innenministerin aus menschenrechtlichen Gründen zu verhindern, wurde vom Innenministerium auf die Gerichte übertragen. Und das Interessante in diesem Fall ist, dass der Richter in diesem Fall tatsächlich akzeptiert hat, dass Lorry in ihren eigenen Worten ein wesentliches und hohes Selbstmordrisiko hat, aber die Richterin akzeptierte nicht, dass es in den USA keine angemessene Gesundheitsvorsorge gibt für solche Fälle. Obwohl bekannt ist, dass die USA eine sehr schlechte Geschichte haben im Umgang mit solchen Geschichten hat. Denken wir an Chelsea Manning, die in den Nachrichten für ihren Selbstmordversuch natürlich war. Hat sie Vorsorge bekommen? Hat sie Pflege bekommen? Nein. Sie wurde bestraft und zu Einzelhaft verurteilt, weil sie einen Selbstmord versucht hatte. In Großbritannien würde genau das Gegenteil passieren. Wenn man Probleme mit der geistigen Gesundheit hat, dann bekommt man mehr Freiheiten und Zugang zu Gesundheitsvorsorge, anstatt in Einzelhaft weggesperrt zu werden. Es gab eine Menge Kampagnenarbeit für Lorry, von der Carriage Foundation und anderen. Und diese großartige Arbeit sorgte dafür, dass wir 114 Parlamentsmitglieder auf unserer Seite haben, die einen Brief an Barack Obama mit unterschrieben haben, in dem er gebeten wurde, die Auslieferung fallen zu lassen. Außerdem ist Lorrys Fall im Parlament in der Prime Minister's Questions Time aufgebracht worden, die Fragestunde an den Premierminister oder in diesem Fall jetzt die Premierministerin wahrscheinlich. Ein junger Mann mit Asperger-Syndrom erwartet eine Auslieferung in den USA mit Anschuldigung von Computerhacking und hat dann das Risiko, sich zu umzubringen. Das hört sich bekannt an. Natürlich nicht Gary McKinnon, der von der Premierministerin geschützt wurde. Es ist Lori Love, die tatsächlich die Todesstrafe erwarten kann. Also, als die Auslandssperre eingeführt wurde durch die Premierministerin, um Sicherheiten für Individuen einzuführen, sicherlich ging es hier darum, verwundbare Personen wie Gary McKinnon und Larry Love zu schützen. Antwort von Theresa May. Mein Freund hat natürlich sich lange eingesetzt für Gary McKinnon und ich habe das bemerkt. Das war damals eine Entscheidung für die Innenministerin in einem einzelnen Menschenrechtsfall. Wir haben die Rechtsposition geändert. Dies ist jetzt eine Frage für die Gerichte. Es gibt gewisse Parameter, die Geschichtsgerichte sich anschauen und das wird dann an das Innenministerium weitergeleitet. Aber es ist Angelegenheit der Gerichte, die Menschenrechtsaspekte sich anzuschauen für jeden Fall. Es war richtig, dachte ich, die Auslandssperre einzuführen, um sicherzustellen, dass solche Fälle angefochten werden können und hier in Großbritannien behandelt werden können. Aber der Rechtsprozess ist sehr, sehr klar und das Innenministerium ist Teil dieses Prozesses. Ja, dies ist also mehr oder weniger eine Nicht-Antwort. Und der Grund, warum ich so involviert bin in diesem Fall, ist zunächst mal, glaube ich, dass es ein sehr wichtiger für unsere gesamte Community ist, um hier Solidarität zu zeigen mit einem Aktivist, der sowas vor sich sieht. Und außerdem, vor 5 Jahren gab es sehr viel weniger Organisationen, die Whistleblowers und Hackers unterstützten. Wenn man also mit dem Computer Abuse Act eine Anklage bekam, gab es sehr wenige Stellen, an die man sich wenden konnte für Unterstützung. Und es gab einen Fall, der wirklich sehr nah an meinem Herzen ist, den ihr alle kennen solltet, denke ich, weil er völlig vergessen worden ist. Und wir haben diese Person wir haben versagt für diese Person. Im Jahr 2012 gab es einen AT&T-Mitarbeiter namens Lawrence Moore, der sich umbrachte, nachdem er vom FBI angeklagt wurde für das Leaken von Dokumenten. Und
Diese Dokumente wurden über Anonymous gelegt. Und obwohl hier kein Hacking involviert war und das einfach normaler Zugang war, die Anklage war Hacking gegen AT&T und das war ein sehr schlechter Präzedenzfall für Whistleblower und die Schutzmaßnahmen, die sie bekommen können. Also zu dieser Zeit gab es das Solidaritätskomitee für Hackers und Whistleblowers. Das war die Couch Foundation. Und niemand wandte sich an ihn, niemand kontaktierte ihn und kümmerte sich um ihn. Was mich wirklich aber ärgert in diesem Fall ist, dass im Rückblick, dass er freigesprochen worden wäre, denn das FBI auch eine weitere Person verfolgt hat für einen Hack bei AT&T und diese Person wurde 2014 freigesprochen, weil das FBI einfach keinen Fall hat, keine Argumente hatte. Das genau Gleiche würde wahrscheinlich mit Lawrence passieren, denn die Angelegenheit, die Details sind sehr, sehr ähnlich, aber leider lebt er nicht mehr und Lawrence Moe ist völlig vergessen worden. Es gab keine Nachrichten über ihn und deswegen denke ich, dass es sehr wichtig ist, eine laut und sichtbare Solidaritätsbewegung für Hacker und Whistleblower aufzubauen. Wenn irgendjemand sich in Sorgen, in Problemen findet in der Zukunft, sollen diese Leute wissen, dass es jemanden gibt, der sich um sie kümmert. Okay, Naomi von der Courage Foundation redet jetzt ein bisschen über die Bedeutung von Rory's Case. Ja, normalerweise reden wir über Hacker-Anklagen, weil es um... Also hier passieren wirklich schlimme Dinge und das ist richtig, dass wir agieren sollten, wenn großartige Leute schlimme Dinge erleben. Und Lori ist eine großartige Person. Wir müssen ihm dankbar sein dafür, dass er die National Crime Agency im Gericht besiegt hat. Wir haben hier ein Desaster vermeiden können. Datenschutz und Privatsphärenrechte verschwinden dramatisch in Großbritannien, deswegen war das wichtig. Solidarität ist auf jeden Fall eine gute Sache und Lori verdient auf jeden Fall eure Solidarität, aber dieser Fall ist auch wichtiger, als ihr denkt. Ich möchte erklären, warum alle hier in diesem Raum sich um Lorys Fall kümmern sollten, nicht nur, weil ihr großzügig sein solltet, sondern auch aus eurem eigenen Interesse. Es gibt mehrere große Geschichten in der Hacker-Community, die immer wieder beim Kongress erwähnt werden. Eine davon, von der wir viel gehört haben in den letzten Jahren und vielleicht mit falsch gesetztem Optimismus, das ist der Kampf gegen Überwachung und um Privatsphärenrechte. Und viele denken vielleicht an Ron Gongreib, als er sagte, wir haben den Krieg verloren und das war der Krieg gegen Massenüberwachung. Und wir sind sicherlich auch sehr, sehr bekannt mit dem anderen Krieg, nämlich dem gegen Hacking und Menschen, die sich da betätigen, werden marginalisiert und kriminalisiert. Und das Wort Hacker selbst wird also als etwas Brutales und Gefährliches verwendet. Und dies betrifft vor allem die neurodiversen Menschen in einer unausgeglichenen Weise besonders stark. Ich muss leider sagen, dass wir drohen, auch diesen Krieg zu verlieren und Lorys Fall ist entscheidend hierfür. Wenn wir es schaffen, Lori in Großbritannien zu halten, wenn wir es nicht schaffen und ein Auslieferungsregime entsteht, dann sind alle, die sich für Computer interessieren, ausgesetzt den Regeln des schlimmsten Rechtssystems in diesem Zusammenhang. Und dies ist natürlich das der USA. Wir wissen alle, dass das Strafrechtssystem in den USA schlecht ist. Vielleicht vergessen wir manchmal, wie schlecht es ist. Die USA haben die größte Gefängnisanteil, den höchsten Anteil der Bevölkerung in Gefängnissen in der Welt. Mehr als 90% der Angeklagten in den USA werden gezwungen, sich schuldig zu bekennen durch die Bedrohung unglaublicher Strafen. Also wie können wir über faires Verfahren reden, wenn ganz verschwindend geringe Leute überhaupt erst ein Gerichtsverfahren bekommen? Lori, was eine Besonderheit ist, eine völlig einmalige, hat gleich aus drei Gerichtsbezirken eine Anklage und könnte bis 99 Jahre Haft bekommen. Es ist kein kleines Thema.
Die Situation in den USA wird nicht verschwinden für Lorry oder für irgendjemand anderen. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, ob irgendetwas ein größeres Signal für eine Reform des Gesetzes sein könnte als der Tod von Aaron Swartz. Es gab Präsentationen im Kongress und nichts passierte. Wir können also wahrscheinlich Rechtsreform in den USA einfach abschreiben in der nächsten Zeit. The CFFA, as many of us know, gives prosecutors extremely wide discretion. Der Computer Fraud and Abuse Act gibt sehr, sehr große Möglichkeiten für Strafverfolgung. Und wenn solche Fälle die Regelmäßigkeit die Regel werden, dann sind wir alle in der Gefahr, ausgeliefert zu werden, einfach aufgrund einer Laune eines Strafverfolgers, der seine Karriere aufbauen will. Bedenkt, dass die USA keinerlei Beweise zeigen muss. Das Verfahren gegen Lori Love beruht auf reinen Behauptungen. Das ist einfach eine auf Launen basierendes Rechtssystem. Und wenn ihr vielleicht denkt, dass unter jemandem wie Barack Obama das vielleicht noch okay sei, obwohl, da würde ich noch mit euch reden. Wie denkt ihr, wie das unter Donald Trump werden könnte? Also das lasse ich jetzt einfach mal in der Luft stehen. Und wie Mustafa gesagt hat, wir hatten tatsächlich schon einen knappen Erfolg mit einem früheren Fall. Gary McKinnon war der Testfall für ein bilaterales Auslieferungsabkommen zwischen Großbritannien und USA und dies enthielt Computerstraftaten und die USA waren einfach unglücklich, wie Großbritannien einige Straftaten in den 90er Jahren behandelt haben. Also jetzt wurde versucht, einen Präzedenzfall mit Gary zu schaffen und es ist nur knapp fehlgeschlagen und es brauchte einen jahrelangen Kampf. Eine folgende Änderung, die ich Theresa Mays Gesetz nennen werde, soll etwas verhindern und ist eine Grundlage für die Verteidigung. Aber in einem Magistratsgericht in Westminster ist dieses Gesetz schon in der ersten Hürde gefallen oder der Schutz durch dieses Gesetz. Wir müssen wirklich Lori in Großbritannien halten, weil die Strafverfolgung nicht einfach sich einschränken lassen wird oder eine Wende nehmen wird. Sobald die Strafverfolgung aufgenommen wird, ist das sehr, sehr selten. Ein neues transnationales Regime, das Amerikas globale Rechtsprechung über das Internet etabliert, wird sehr, sehr schwer sein, dem zu entkommen. Deswegen ist dieser Fall sehr, sehr wichtig und hat das Potenzial, alle in diesem Raum zu betreffen und hat Folgen, die wir sehr, sehr schwer rückgängig machen können in der Zukunft. Ich rufe also an alle hier auf und alle, die im Livestream zuschauen, bitte. Es geht nicht nur um unsere Solidarität mit Lori, obwohl Lori eine wunderbare Person ist und unsere Unterstützung verdient. Nicht nur aus Solidarität mit Lori, aber denkt an euch selbst und eure Kameraden und eure Communities und helft Lori zu retten, denn wenn wir Lori nicht retten, dann werden wir uns selbst nicht retten können in der Zukunft. Danke. Hallo. Ich werde jetzt nur ganz kurz, bevor wir Lori selbst auf Video bringen, sprechen. Das erste Mal, wie ich ihn getroffen habe im echten Leben, war in einem Gerichtssaal. Wir waren beide verurteilt für Lulzsec und der einzige Grund, weshalb wir hier nebeneinander sitzen können, ist, dass wir nicht abgeschoben wurden in die USA. Wir haben 2 Jahre bedingte Strafe in Großbritannien erhalten, aber wenn eine Auslieferung beantragt gewesen wäre und erfolgreich gewesen wäre, dann wäre es unmöglich für uns, die Dinge zu tun, die wir jetzt tun, und wären wir eingesperrt. Aber jetzt sind wir funktionierende Mitglieder der Gesellschaft und zahlen Steuern. Und Lori sollte auch genau dasselbe Schicksal. Ich erinnere mich an das erste Mal, wie ich Lori Love getroffen habe, 2014.
Es war in der Mitte der Laurie King Cross Zugstation. Spielte aus einem Boombox Jungle Mix. Und einige kannten sich online, andere, und wir trafen uns das erste Mal offline. Ich bin seit 2014 es war faszinierend und wir hatten uns noch nie anders getroffen als online. Laurie war da und hatte so einen Enthusiasmus, der übergriff auf die anderen Personen. Er hat das Aussehen und das Verhalten, das immer in an die Glücklichkeit rund um ihn glaubt. Und immer diesen Glimmer, dass hoffentlich die anderen Personen auch drinnen sind und seinen Witz verstehen. Das letzte Mal, dass ich ihn getroffen habe, also das zweite Mal bei dieser Konferenz, beim 32C3, falls ihr damals kurz mit ihm sprechen konntet, erinnerte ich sicher, dass sofort deine Aufmerksamkeit zusammennetzen kann von ganz vielen Dingen, Philosophie, Comedy und immer diese sehr einprägsamen Gedanken mitgibt. Und er war da, stand im Zentrum und gab seine Weisheiten an andere Personen ab. Und er ist wirklich eine sehr reizende Person. Und wir waren dann am Abend am Weg zurück, haben versucht, unser Hostel zu finden. Und er schaffte uns den ganzen Tag endlos zu faszinieren. Und es ist schade, dass er heute nicht hier sein kann mit uns. Was ich seitdem gelernt habe, ist, in diesen vielen Situationen, vom Zusammensitzen bei Festivals bis in Gespräch mit dem britischen, mit der britischen Regierung, ist, dass während Laurie im Gericht saß und verhört wurde von den und währenddessen Origamis faltete, wurde es mir klar, er ist Larry. Das ist nicht richtig gedruckt, das ist eigentlich rückwärts gedruckt. Ich wollte eigentlich die nächste Zeile lesen, aber es ist wirklich rückwärts. Mein Papier wurde gehackt. No. That's okay. Well done, whoever hacked my paper. That bit's fine. Dieser Teil ist gut. Ja, ich werde einfach diesen Teil lesen. Yeah, it's okay. Look, Larry is. Let's read it back. Larry is open, honest. Larry ist offen, ehrlich. Er kann sich an alles anpassen und macht immer das Beste aus jeder Situation. Er fügt immer etwas Wichtiges hinzu zu jeder Dynamik. Und es ist wirklich sinnlos und jemand mit Macht sollte eigentlich hergehen und ihm einen Job geben. Menschen wie Laurie haben es geschafft, Leute sicherzustellen, von denen wir gar nicht wussten, dass sie verwundbar sind, und haben es geschafft, die Welt zu einem sicheren Ort zu machen. Es ist also eine absolute Ironie, dass Laurie weggesprochen wird und dass das die wichtige Infrastruktur leichter verwundbar macht. Und es ist verrückt, dass irgendeinen Nutzen haben soll, jemand wie Laurie in einen dunklen Gerichtssaal in einem anderen Land zu verschicken.
Also wir werden jetzt vor das Rechtssystem für Hacking gezerrt, obwohl wir in unserer Wege, in unserem Weg der Gesellschaft nützen. Und für uns wurde kein Auslieferungszeit formal versucht. Aber für Larry wurde das versucht, und das scheint eher eine Art Rache zu sein als Gerechtigkeit, die dahinter steckt. Es gibt so viele Menschen, die hier sein sollten. Jeremy Hammond, Chelsea Manning, Edward Snowden, Larry Love, of course, und andere. Und diese bemerkenswerten, intelligenten Menschen haben es nicht verdient, in irgendeine kleine Gefängniszelle gesperrt zu werden und ihr Land nicht verlassen zu dürfen. Sie sollten auf jeden Fall mit irgendeinem, sie sollten auch nicht über eine unzuverlässige Videoverbindung hier sein, sondern direkt persönlich und sich mit Freunden und Kollegen zusammensetzen können und eine Mate genießen können. Und deshalb heben wir eine Mate für diese Menschen und andere in der Welt, die den ungerechten Zorn der US-Regierung spüren müssen und ihr ungerechtes System. Und sie sollen wissen, dass wir für sie weiter kämpfen. Und nun über zu Larry. Eine Mate. Larry? Hallo, kannst du uns hören? Hallo? Kannst du uns hören? Könnt ihr uns hören? Yes. Ja. Okay. Ich weiß nicht, hallo? Wie viel ich... Also ich hörte gerade mein eigenes Feedback gehört, das, was ich vorher gesagt habe. Okay, es gibt nicht viel, was ich wirklich dazu sagen müssen. Die Einführung war wirklich sehr gut und Jake und Naomi waren fantastische Unterstützerinnen für mich, vor allem die Solidarity Foundation. Ich hätte wahrscheinlich, wäre sonst wahrscheinlich verrückt geworden. Also, sorry, ist ein komische Geräusche hier. Worum geht es hier? Für meine Freunde und Familie natürlich, die nicht sehen wollen, dass ich in ein Land geschickt werde, in dem ich niemals war und dort vielleicht für den Rest meines Lebens eingesperrt werde und vielleicht der Gewalt von anderen ausgesetzt werde, was dort viel passiert. Also für die USA geht es darum, ein Exempel zu statuieren, Teil ihrer langjährigen Verfolgung von Hackern und über den Information Transparency Act. Ich möchte kein Exempel werden. Ich habe bessere Dinge, die ich der Welt für die Welt beitragen kann. Ingenieurswissenschaften studieren, arbeiten, für Sicherheit arbeiten. Ich habe ein politisches Interesse und an Zivilisation. Ich möchte also. Es gibt viel, was wir tun müssen, und es gibt vieles, was wir nicht für selbstverständlich nehmen sollten. Wir möchten einige wichtige Dinge aufrechterhalten in unserem Kampf. Und das eine ist, dass das Internet eine freie und offene Ressource ist, für alle zugänglich, für die bessere Verständigung, ohne dominiert zu werden von den Interessen von Nationalstaaten oder dominiert zu sein von Profitinteressen von Unternehmen. Und für die Bildung und die kulturelle Entwicklung dienen soll. Und wichtig ist dabei ein ordentliches Verfahren, was wir hier mit Freiheit und mit Freiheiten tun und um gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen oder
oder einfach das Leben genießen zu können, ohne dass mächtige Institutionen einschreiten können, weil sie es so wollen. Sie können mich nicht einfach wegholen und foltern, ohne irgendwelche Beweise zu zeigen. Das soll das Ziel sein. After their arrest, they will be charged with the crimes for which they were suspected. And if not, they'd be allowed to go back about their business and have their property returned. Es sollte so sein, dass man nach einer Festnahme und Anklage, in dem Fall, wenn sie erfolglos war, freigelassen wird und dann weiter sein Leben leben kann. Und so war es nicht bei mir. As was well, Stafford, the US has no obligation to make a prima facie case because of the one-sided extradition treaty that was arranged between Tony Blair and George Bush, who you may remember from other things that haven't gone so well. Das Ganze geht zurück auf eine Vereinbarung zwischen Tony Blair und George Bush. Und ihr habt vielleicht bemerkt, dass da auch andere Dinge passiert sind, die nicht so gut funktioniert haben. Und die Tatsache ist, dass eben jemand von diesem Land auch rausgeholt werden kann, ohne Beweise. Und es scheint in Gerichtsverfahren bisher keine Rücksicht genommen zu werden auf stay with your family, continue your life and have access to the information that you need to formulate a defense. So in terms of just having any kind of justice, as was mentioned earlier, like 19 out of 20 people will never have a trial because they will be made an offer, the bargain that's much more attractive than the alternative, which is having the charges stacked so that they can, in my case, make 99 years, which you know, would be the rest of my life. So it's important. Es ist wichtig, dass wir diesen Fall im Widerspruchsverfahren gewinnen und dass diese Systemprobleme sich wirklich ändern, angeschaut werden. Und es kann nicht sein, dass man einfach Menschen, die man nicht mag, so schnell wegsperren kann. Und Naomi said that we shouldn't be too optimistic about legal reform in the US in the immediate future, but that shouldn't continue to agitate for it. And so if this extradition is refused because of the systemic problems with coercive plea bargaining, with the sentencing regime, the mandatory sentencing guidelines, which allow the charges to stack up in such a ludicrous way, then it gives some ammunition to the people that in a distant future, if we get out, my autonomy of will. However, the people that are trying to take me there have theoretically the legitimate right to use violence, which I would probably not raise to that level. And so my options for not surrendering that sovereignty may become and I can't actually discuss them because that would be another excuse for them to lock me up. But there will be no extradition. Afterwards will be some resolution of the issues of the but for that to happen is for us to win the appeal and to go through the process rather than having to resort to avoid the fate that I cannot allow to happen. Thank you very much.
speak to the people on the panel and I get some questions. Okay. Let's open it up to Q&As. Öffnen wir das Ganze nun für Fragen und Antworten. Wir haben etwa 8 Mikrofone im Raum und haben auch einen Signalengel, der Fragen aus dem Internet entgegennimmt. Laurie, sei bitte nicht schüchtern, gehe in das Mikrofon und spreche laut und deutlich. Haben wir etwas aus dem Panel, was ihr noch in Antwort auf Lauries Aussagen machen, sagen wollt? Mikrofon Nummer 3, bitte. Ist mehr weniger eine Frage als ein Kommentar. Ich verstehe die Situation von Laurie ein wenig, denn ich habe auch Asperger und habe auch Probleme mit dem Gesetz. Aber die US-Regierung möchte mich noch nicht einsperren. Aber das könnte sich ändern, wenn ich etwas tue, was die Regierung verdächtig findet. Und deshalb. Danke. Eine Frage von Mikrofon Nummer 4. Meistens Fragen bitte und nicht so viel Kommentare. Ein Kommentar, es scheint, dass das Internet in Großbritannien immer noch so ist, wie es immer war. Jake, könntest du vielleicht Kommentare abgeben über die Ähnlichkeiten? Was kann aus deinem Fall in Laurie's Case verwendet werden? Es könnte sehr einfach sein für alle, deine Geschichte zu kennen. Wie viel Zeit musstest du verbringen? Warum? Und was könnte also aus deiner Geschichte geschlossen werden für den Fall, dass Laurie in Großbritannien bleiben kann? Ja, natürlich. Also sehr, sehr kurze Abfolge meiner Festnahme und Freilassung. 2011 wurde ich festgenommen. Wir wurden für 2 Jahre vom Internet ausgesperrt als Teil unserer Freilassungsbedingungen und wir waren auch hatten auch Hausarrest mit elektronischen Fußfesseln und wir wurden dann verurteilt und ich erhielt eine 2-jährige Gefängnisstrafe, aber die Zeit mit der Fußfessel wird dann zur Hälfte abgezogen und die Hälfte wurde zur Bewährung ausgesetzt. Also mit 2 Jahren mit der Fessel habe ich 6 oder 7 Wochen noch im Gefängnis verbringen müssen und dann eine Bewährungsstrafe bekommen, eine ausgesetzte Strafe. Und ich musste 1 Jahr lang es vermeiden, mit Anonymous zu sprechen. Und es gibt eine Verfügung, die Serious Crime Prevention Order. Wir durften also unsere Internetverläufe nicht löschen und solche Sachen. Und als wir dann beide zu dieser Konferenz kamen, mussten wir erklären, dass wir hin- und zurückfliegen und das wird bis 2018 so sein. Und all dies zusammen ist ziemlich lächerlich als ein Fall, aber immer noch sehr viel vernünftiger als alles, was passieren würde, wenn wir in Richtung USA geschickt würden. Dann wäre es sehr viel einfacher, wir würden lange Zeit in eine Zelle gesteckt. Es ist also schwierig und chaotisch in den USA, aber das Bewährungssystem ist vernünftig, das Rechtssystem ist vernünftig. Also wenn es mit behaupteten Strafen oder Straftaten zu tun hat, wir und etwa 20 andere Fälle wurden also erfolgreich in Großbritannien abgehandelt. Es gab so viel Papierkram für Gerichte und Rechtsanwälte, vernünftige, informierte Entscheidungen zu fällen. Es ist immer besser, im eigenen Land den Prozess zu haben, als irgendein fernem Land und jahrzehntelang wegbleiben zu müssen. Also es gibt eine Parallele und es ist also verrückt, dass dies nun in dieser racheartigen Weise behandelt werden soll. Die Ziele, die wir gehackt haben, waren tatsächlich alle in den USA und wir konnten aber in Großbritannien den Prozess haben. Die Beweislage wurde in britischen Gerichten präsentiert und es gibt also keinen Grund, warum das mit Laurie nicht auch sein könnte. Und der größte Teil des Falles war
aus den USA über einen FBI-Informanten. Die britischen Polizeiangestellten flogen in die USA und brachten Beweise auf einer CD mit. Es gibt also keinen Grund, warum das nicht einfach nach Großbritannien übertragen werden kann. Das ist eine große Frage, ob das nun einen Versuch in gutem Glauben gegeben hat, den Fall in Großbritannien stattfinden zu lassen. Das muss immer noch besprochen oder angegangen werden und hoffentlich bevor die Auslieferung passiert. Es ist bemerkenswert, dass, wie ihr gehört habt, Laurie, die Maximalstrafe in den USA ist 99 Jahre. In Großbritannien wäre es ein Maximum von etwa 2,5 Jahren. Und wahrscheinlich wird er gar nicht so lange im Gefängnis bleiben müssen. Also ein schockierender Unterschied. Eine weitere Frage aus dem Internet. Eigentlich sogar mehrere Fragen. Die erste Frage ist, was sind die am meisten effektiven Dinge, die Hacker tun können, um als Aktivisten Widerstand zu leisten? Also, Awareness Raising ist sehr wichtig, zum Beispiel in Laurie's Case, wo es um nationale Security Issues geht. In Laurie's Case können wir zwei Dinge tun. Wir können wichtigere Menschen auffordern, nach vorne zu stellen und aufzuzeigen, weshalb es eine schlechte Idee ist, Laurie abzuschieben. Und jeder von uns kann mit Leuten sprechen und sie davon überzeugen. Das zweite Ding ist, dass Laurie nicht nur eine britische, sondern auch eine finnische Staatsbürgerschaft besitzt und man könnte Druck ausüben, dass die finnische Regierung eine Stellungnahme für den Fall abgibt. Wahrscheinlich braucht es dann nur ein bisschen ein Stupsen. Wir haben auch einen Topf, wo wir Geld sammeln. Auf freelaurie.com/donate könnt ihr spenden. Jedes Geld ist sehr gerne gesehen, um Legal Defense Kosten zu übernehmen. Ich bin Noah Swartz. Ich bin Aaron Swartzes Bruder, der während dem Talk erwähnt wurde. Was passiert ist während seinem Verfahren ist, dass der Staatsanwalt versucht hat, zu verhindern, dass Leute davon erfahren, von dem Fall. Dass Leute, die vom Fall wussten, Informationen darüber zu verbreiten, die Menschen, nachdem Aaron gestorben ist, dachten sich, was haben wir für Möglichkeiten eigentlich zu tun? Und hier ist eure Chance. Unterstützt Laurie und vergebt diese Chance nicht. Vielen Dank, Noah, für alles, was du getan hast. Eine weitere Frage aus dem Internet. Wir haben Laurie wieder auf dem Schirm. Let's keep him on the screen. It doesn't matter. This is his talk, so he should be on the screen. I think he should be on the screen. Laurie sollte auf dem Schirm sein, auch wenn es vielleicht ablenkend ist. Es ist sein Talk. Haben wir also noch jemand aus dem Internet, eine Frage aus dem Internet? Wenn der Signalengel fertig ist, bitte geht an die Mikrofone, wenn ihr im Raum Fragen habt. Gibt es irgendwas, was wir tun können innerhalb des Rechtssystems, um dieses zu stoppen? Oder geht es im Wesentlichen um öffentlichen Druck oder die Legislative, um den Fall zu fallen zu lassen? Ja, es gab sehr viele Kampagnen in Großbritannien, aber es wäre wirklich großartig, in den USA Kampagnen zu sehen. Ich denke, es wäre tatsächlich wertvoll, Kongressmitglieder zu kontaktieren über diesen Fall. Wir haben unsere Parlamentsmitglieder in Großbritannien, wir haben etwa ein Fünftel unserer Regierung, die einen Brief unterschrieben hat an Barack Obama, aber wir haben nichts auf der US-Seite. Es wäre also wirklich ein starkes Signal, wenn wir eine Petition in den USA hätten, um etwas zu tun zu versuchen. Sonst sieht es einfach nur so aus, als ob die USA den britischen
Forderungen nachgibt. Ja, wir brauchen wirklich sehr viel mehr Kraft, Kampagnen in den USA. Dies ist ein besonderer Fall wegen der britisch-finnischen Staatsbürgerschaft, aber es geht nicht nur um Hacker in Großbritannien, die in den USA angeklagt werden und dann hier bleiben können sollen. Das passiert in der ganzen EU und dann der Problem in Lauris Fall ist, wenn er nun Gott bewahre ausgeliefert werden sollte, dann würden also die Fluttore geöffnet und wir hätten dann also entsprechende, wir brauchen Aktionen überall, um die USA zu stoppen und dieses zu beenden. Haben wir mehr Fragen aus dem Internet? Keine weiteren? Weitere Fragen im Raum? If not, do we have any final comments from the three of you on the panel? Microphone number one. Mikrofon eins, ja. Nur um mal den Advokaten des Teufels zu spielen hier. Also, ihr sagt, es geht hier um Rache bei dieser Auslieferung, aber was ist mit dem Argument? Du hast gesagt, es gab 20 Fälle, die ohne Auslieferung behandelt worden sind. Und ich nehme an, dass die Strafen relativ mäßig waren. Also aus amerikanischer Perspektive heißt es vielleicht, diese Leute hacken aus Europa unsere Computer, ihre Regierungen geben ihnen sehr, sehr leichte Strafen. Die US-Regierung, ich möchte jetzt nicht wenn du meinst mäßige Strafen, leichte Strafen, ist das im Vergleich? Dir ist klar, dass die US-Regierung die strengste Strafgesetzgebung hat, die es nur geben kann. Ja, das sage ich. Das ist mein Punkt. Ich denke, die USA haben vielleicht das Problem, dass es jetzt zur Norm wird, dass diese Straftaten nicht mit Auslieferung behandelt werden und dass die Regierungen vor Ort dann auch eine Motivation haben, sehr leichte Strafen auszusprechen. Ja, vielleicht denken sie in den USA ungefähr so, aber die Strafen sind nicht wirklich so leicht. Und wenn ihr euch die anschaut, dass unser Fall 2011 begann und wir jetzt bis 2018 noch erhebliche Einschränkungen in unserem Leben haben, also was ist mit was habt ihr getan? Habt ihr etwas getan, was die US-Sicherheit verletzt hat? Das war die Anklage und ich wurde in New York angeklagt. Und, ja, unsere Fälle sind ziemlich schwerwiegend. Keine Sorge. Wir haben eine weitere Frage aus dem Internet. Jemand im IRC sagt, dass Laurie wieder etwas sagen möchte. Ist es möglich, ihm das Wort zu erteilen? Ja, was auch immer es ist, es wird großartig sein. Vielleicht ist es möglich, wenn die Verbindung mitspielt. Laurie? Es gibt eine 5-sekündige Verspätung. Da müssen wir abwarten. Was passiert? Ich sage euch, was die US-Sicherheit verletzt. Könnt ihr mich hören? Ja, bitte, sprich weiter. Ich wollte nur sagen, die US-Sicherheit würde tatsächlich verbessert, indem die Sicherheit verstärkt wird, was bedeutet, also tatsächlich Computer Engineering-Ausbildung zu verbessern.
that's not especially furthered by punitive responses to people that make the law aware of those security problems. Obviously, there's a need to enforce the law. Es muss natürlich das Recht durchgesetzt werden. Und wenn politische Taten hier priorisiert werden, anstatt die grundlegenden Probleme zu behandeln, dann ist das natürlich nicht gut für die US-Sicherheit. Ich denke, ich frage Naomi von der Courage Foundation, uns zu erinnern, was wir tun könnten, um Laurie und auch anderen zukünftigen Fällen zu helfen, weil wir sie bekommen. Also was kann man tun, um Laurie zu helfen? Wenn ihr in Großbritannien seid und euer Parlamentsmitglied den Brief an Barack Obama nicht unterschrieben hat, in dem es heißt, dass Laurie in Großbritannien seinen Fall haben sollte, dann solltet ihr auf jeden Fall das Parlamentsmitglied anschreiben und fragen, warum nicht. Und wenn das Parlamentsmitglied unterschrieben hat, solltet ihr einen Dankesbrief schreiben und darum bitten, diesen Fall weiter im Blick zu behalten. Und es ist außerdem sehr wichtig, Leute einfach aufmerksam zu machen auf diesen Fall. Ich denke, das Internet ist sich ziemlich bewusst, ist sehr aufmerksam. Aber es gibt dann die ganze Welt außerhalb des Internets. Einige davon kennt ihr und könnt mit ihnen sprechen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Über Großbritannien hinaus ist es wichtig, den Druck zu erhöhen in den USA, einflussreiche Menschen in den USA zu haben, die sich äußern und sagen, sowas darf nicht passieren. Das wäre sehr sinnvoll. Wenn ihr in Finnland seid, dann gebt euren finnischen Repräsentanten Druck. Das wäre sehr, sehr super nützlich. Und darüber hinaus gibt es den Verteidigungsfonds, der sicherstellen soll, dass Laurie die größte Anzahl von Expertenzeugen hat, in der Auslieferungsanhörung hat. Die Konsequenzen könnten sehr, sehr ernst sein. Deswegen wäre das eine ganz wichtige Unterstützung. Und schaut einfach auf das, was passiert. Folgt der Courage Foundation, folgt Laurie auf Twitter. Und ich denke, es wird weitere konkrete Dinge zu tun geben im nächsten Jahr. Okay. Können wir ein paar weitere Kommentare haben? Wenn ihr mit Laurie sprechen wollt, wir haben eine einstündige Q&A-Session im Teehaus auf dem vierten Stock. Da können wir also weitermachen. Ich wollte nur einen Dank aussprechen an alle, die im Internet Laurie unterstützen und viele andere Fälle, unsere Fälle 2011, weswegen wir hier sein können, über den Fall zu sprechen. Und wir sollten das weitertragen und diese Kraft nutzen, um das bestmögliche Ergebnis für Laurie zu erzielen. Vielen Dank, dass ihr hier wart und danke für ein großartiges Podium. Ich denke, wir sollten einen weiteren Applaus haben für alle Menschen, die hier hart gekämpft haben, um euch hier überhaupt hinbekommen zu können.